schönen guten Morgen. Ja, ich bin zwar wieder bekloppt, eure Hasstrompete. Da ist mir gestern was zu Ohren gekommen, ja. Und zwar, reden wir mal wieder normal. Wie kann man eine Petition ins Leben rufen gegen ein Kinderlied? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, und es ging um das Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Und das Lied war, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es war, ein Glockenspiel. Und damit der Bürgermeister keinen Krach kriegt, hat er das Lied rausgenommen. Muss man sich vorstellen, da ist irgendwie so eine, also ich habe jetzt nichts gegen Veganer, um Gottes Willen, ja. Ich kann manche sogar verstehen, aber das übertrifft schon wirklich das Maß des Erträglichen gegen ein Lied, was jeder von uns kennt, wo wir mit aufgewachsen sind, dass man sowas verbietet, also irgendwo hört es doch auf, es tut doch irgendwann, fängt es an weh zu tun. Und ich habe mir so gedacht, ich werde jetzt mal dieses Kinderlied bösartig gestalten, etwas verrückt, bösartig auf meine eben halt bekloppte Art und Weise. Weil ich denke mir mal, irgendwo hört es doch auf, ne? Wenn man in wirklich allem und jedem den Feind sieht, ja, und wir Fleischfresser sind sowieso vom Bösen besessen, ne? Wir sind alles Mörder, Killer. Ich habe da erst vor kurzem mit jemand mit so einer, ich weiß nicht, da oben hat irgendwas gefehlt, eine Diskussion gehabt und habe der auf jeden Fall erstmal ordentlich den Arsch aufgerissen. Aber jetzt machen wir mal das Böse. Ja. Böser Fuchs!